Hey Leute und herzlich willkommen. Ich habe mal wieder ein paar Leute aus der Manga-Branche gefragt, unter anderem Illustratoren, Redakteure von Newsseiten oder Verlagsmitarbeiter. Nenne mir doch deine Lieblingsauflage, also eine, die wirklich schön aussieht. Und da kamen ein paar echt coole Sachen bei raus. Schreibt gerne auch in die Kommentare, welche Auflage euch am besten gefällt. Vom Style her, das können Schuber sein, das können Umschläge sein, das können Cover sein und so weiter und so fort. Also da gibt es einiges, was einfach cooles auf dem Markt da ist. Und ja, legen wir einfach mal los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Eine Manga-Auflage, die ich richtig schön finde, ist die Luxury Edition von Kamikaze Kaito-chan, die bei Egmont erschienen ist. Mir gefällt das Hardcover einfach total gut, das Großformat, und es ist wirklich wunderschön geworden. Witzige Geschichte dazu, ich hatte mir die ganzen alten Bände gebraucht gekauft, nachdem ich bei einer Freundin die Bände geliehen und gelesen hatte. Und ich war so begeistert, dass kurz danach diese coole neue Edition angekündigt wurde, dass ich mir die direkt geholt habe. Ich habe euch zwei Manga mitgebracht, die ich sehr, sehr hübsch finde. Das ist zum einen The Gender of Mona Lisa von Hayabusa. Das Besondere da sind die türkisfarbenen Farbelemente, die es nicht nur außen, sondern auch im Innern des Manga auf fast jeder Seite gibt. Sehr hübsch, finde ich. Der zweite ist Attack on Titan Deluxe, unsere Sammelband-Edition, die ich einfach wunderschön finde, hochwertig und mit tollen Extras wie Farbseiten im Inneren. Meine schönste Manga-Ausgabe ist Paradaxis. Es ist ein Großformat-Hardcover und das Coole dran ist, dass halt die Qualität da richtig gut ist, auch von den Seiten, die sind richtig dick und der Druck ist sehr kontrastreich. Und das Coole am Großformat ist immer, dass man das komplett auffalten kann und keine Sorge haben muss, dass da irgendwas knickt, bricht oder irgendwie, ja, da was auseinanderfällt. Also ja, mein hübschestes Ding. Ich finde BL Metamorphosen richtig hübsch. Es fällt sofort im Regal auf, da es keine typische Glanzbeschichtung hat, sondern ein raues Papier ist, das diese Aquarellästhetik extrem gut rüberbringt. Und es passt auch furchtbar gut zu dem sehr entschleunigenden Inhalt über eine Geschichte zwischen einem jungen Mädchen und einer alten Dame, die sich über Boys Love Mangas kennenlernen. Ich finde, gute Limited Editions hinzubekommen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Du nimmst quasi wie bei Seven Seas Berserk oder bei Tokyo Pop Burn the Witch einfach irgendwie einen schwarzen Ledereinband, machst rote Letter drauf und es sieht irgendwie edel aus. Deswegen mag ich gerne Limited Editions, wo quasi die Bildsprache des Manga sich irgendwie in dem Schuber findet. Und da hast du Demon Slayer zum Beispiel, auch die englischsprachige Version, wo quasi alle Bände in diesem Schuber sind und du hast quasi diese japanischen Papierschiebetöne als Designelement. Super toll. Schöne Editionen. Eigenlob zuerst. Die Alita Box. Die erste komplette Serie in einem wunderschönen silbernen Schuber. Schönes Weihnachtsgeschenk. Dann Lob an die Konkurrenz. My Broken Mariko von Egmont mit Ausklapp. Cover und wunderschöner Printbeilage. Und jetzt nochmal ein kurzer Blick nach Japan, die Mandarake-Edition der Werke von Kazuo Kamimura, dem Lady Snowblood-Zeichner, mit wunderschönem Samen-Cover. Zum Thema richtig schöne Manga-Auflagen ist mir als allererstes Memento Mori wieder eingefallen. Ich finde, die Covergestaltung ist eine extrem besondere und was man vielleicht gerade nicht sieht, hier sind auch noch so einzelne Spotlight-Elemente und es ist einfach richtig schön gemacht und ist auch ein wundervoller Kontrast zum Inhalt des Mangas. Ja, und der zweite Manga, ich weiß, ich bin da vielleicht etwas voreingenommen, aber ich finde, das sieht alles so schön wertig aus und der Spotlight und alles. Und ja, ich finde, das ist ein richtig schöner Manga geworden. Ja, hochwertige Manga-Aufmachung. Dabei musste ich sofort an die neue Burn the Witch Limited Edition denken, die es bei Tokyo Pop gab. Im Hardcover mit Lederoptik und hier diesen Metallic-Effekten finde ich einfach persönlich mega hochwertig gemacht. War die erste, also es ist eine der Ausgaben, die ich wirklich als hochwertigste Ausgabe auf, vielleicht sogar auf dem ganzen Markt sehen würde. Ich weiß, Eigenlob und so, aber unabhängig davon, dass ich den selber betreut habe, finde ich Modern Adol einfach super schön. Ich mag die Farben. Ich finde es total cool, dass sie auf jedem Cover in einem anderen Cosplay porträtiert wurde. Ich finde die Details mit dem Relieflack einfach super schön auf dem Cover und in der ersten Auflage war so ein stoffiger Mini-Print mit drin und unabhängig davon, dass ich den eben als Redakteurin betreut habe, hätte ich den mir als Fangirl auf jeden Fall selbst gekauft. Richtig hübsch wird die Box-Edition zum Abschlussband von Green Garden.
Der vierte Band kommt in einem zauberhaft gestalteten Schuber, der auch Platz für die Bände 1 bis 3 bietet und zusätzlich einen wunderschönen Acrylaufsteller beinhaltet. An kleinen Ringen befestigt, kann die Hauptfigur Mai sogar hin und her schaukeln. Ein würdiger Abschluss für eine spannende Reihe der großartigen Mangaka Sosan. US-Ausgabe von Hellsing, Deluxe Edition, Ledereinbund, qualitativ hochwertig, mit Leseband. Hier. Und diese Prägung von dem Kreuz, was man aus der Serie immer wieder sieht. Dieses Ding, diese dicke Schinken, ist einfach nur geil gemacht. Allein das Format, ich stehe total auf Hardcover, dass das dann auch noch ein Großformat ist. Eine Sekunde. Mein absolutes Highlight in meiner Sammlung ist noch gar nicht so lange hier. Es ist nämlich die Messeedition von Burn the Witch, die es neulich während der Digicon von Tokyopop gab. Und bei dieser Edition war es wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es mehr Manga mit dieser Ausstattung gibt. Nämlich diesem edlen und sehr schlichtem Coverdesign, dem Hardcover, dem schwarzen Farbschnitt, ja, ist die Messeedition von Burn the Witch einfach Next Level. Ich habe ja die US-Ausgabe von GoGo Monster von Taiyo Matsumoto. Bin ja auch ein riesen Matsumoto-Fan. Die ist echt hübsch. Die hat so einen Wellpappschuber, hatte ich auch noch nicht gesehen. Und drin ist ein Hardcover mit so einem echt schicken roten Farbschnitt. Also ist echt traumhaftes Buch. Es gibt jetzt auch eine deutsche Veröffentlichung von Reprodukt vor ein paar Monaten. Die hat zumindest auch den Farbschnitt, ist glaube ich auch Hardcover. Also schaut es euch mal an, ist auch ein tolles Buch. Eine richtig hübsche Auflage meiner Meinung nach ist der erste Band von Demon Slayer in der Limited Edition mit dem Schutzumschlag. Ich finde das richtig, richtig edel mit dem Metallic Rot und den Kirschblüten mit dem Weißen. Hat mir richtig gut gefallen, deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Und außerdem, noch nicht hier, aber schon bestellt, ist die Pearls-Ausgabe von Fruits Basket von Kasemanga. Die sieht auch richtig cool aus. Ich habe natürlich auch noch was und als erstes hier Kasane. Finde ich eigentlich alle Cover extrem schön. Seht ihr das mit der Trainer hier am Flackern? Mega, mega cool. Dann als nächstes Brigand, diese neue Deluxe-Edition. Besser auf jeden Fall als die Plastikumschläge. Das finde ich eigentlich, hat da Panini echt schön gemacht. Dann als nächstes Radion. Und das ist einer meiner Lieblingsschuber, allein von dieser Farbgebung. Ist ein mega geiles Teil und dass man das dann nochmal so nach Deutschland geholt hat. Und zum Schluss hier noch Devilman und das wäre doch was Schönes für Manga-Kult oder andere Verleger, aber das ist schon echt ein geiles Teil. Das war es wieder mal mit 30 Sekunden zum Thema Nenne mir eine schöne Manga-Auflage. Da waren ein paar coole Sachen mit dabei. Schreibt es wie gesagt gerne nochmal in die Kommentare, welche Manga-Auflage ihr schön findet. Das kann wie gesagt einfach komplett einfach alles sein. Hauptsache sieht für euch mega, mega cool aus. Und ja, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, konntet euch vielleicht was für euch mitnehmen. Und wir sehen uns wahrscheinlich in einem anderen Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Brown. Ciao, ciao.